Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich denke, dass Jochen von Bernstorff einen wirklich guten Ton für unsere Diskussion hier gesetzt hat, einen guten Rahmen geboten hat, um dann mit den von Michael Windfuhr schon angekündigten zwei Podien weiterzumachen. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar insofern, dass ich vieles Ihrer Kritik und Ihrer Sichtweise vor allem auch auf die SDGs teile und stelle ja fest, dass man in Deutschland zurzeit eher isoliert ist, wenn man die Sustainable Development Goals kritisiert, zumindest unter Entwicklungsorganisationen firmieren diese SDGs als absolut großer Hoffnungsträger zur Armutsüberwindung und werden aus meiner Sicht viel so euphorisch begrüßt. Freue mich, dass ich einen Mitstreiter im kritischen Denken gefunden habe, auch insofern, als es ja darum geht, dass wir, glaube ich, antreten müssen, vor allem auch, wenn wir die Menschenrechte ernst nehmen, dass wir vor allem auch die Hauptursachen von Armut, auch Machtbeziehungen adressieren müssen, den Nichtzugang zu Recht, den Nichtzugang zu Land und so weiter. Und da sind eben gerade die SDGs so unkonkret. Wir möchten auf diesem ersten Podium hier nochmal uns der Frage aus unterschiedlichen Perspektiven zuwenden, was es denn für Handlungsspielräume, aber auch für Grenzen gibt, Regierungen und Unternehmen rechenschaftspflichtig zu machen für das, was sie international in Abkommen etc. Unterzeichnet und unterschrieben haben. Das erste Podium hier möchte sich vor allem mit dem Nationalstaat nochmal auseinandersetzen. Michael Windfuhr hat es angekündigt. Ist der Nationalstaat überhaupt noch in der Lage, Regulierungen und Überwachungssysteme wirkungsvoll zu etablieren? Wir möchten uns hier auf diesem Podium natürlich damit beschäftigen, was machen wir denn mit der Rechenschaftspflicht unter Bedingungen fragiler Staatlichkeit? Wie müssten wir eigentlich unter diesem Gesichtspunkt nochmal völlig neu auch drüber nachdenken, wie wir Beiträge leisten zur verbesserten Institutionalisierung von Verantwortung, von Rechenschaftspflicht? Wir werden uns beschäftigen damit, auch das klang schon an, wie sehr wir eigentlich damit konfrontiert sind, dass es vor allem der Zivilgesellschaft derzeit, ich sag's mal etwas salopp, an den Kragen geht. Wir haben es mit unendlich vielen Einschränkungen zu tun, was den Handlungsspielraum von Nichtregierungsorganisationen in allen möglichen Ländern dieser Welt angeht. Und wir wollen uns natürlich auch nochmal, deswegen auch die Vertreterin der Politik, damit beschäftigen, was eigentlich nationale Parlamente tun müssen, um im nationalen Kontext Rechenschaftspflicht, aber auch extraterritoriale Staatenpflichten mehr oder weniger dann doch auch festzulegen. Wir haben dafür vier wunderbare Gäste, die ich jetzt kurz vorstellen möchte, und zwar in der Reihenfolge wie dann jeweils kleine Eingangsstatements zu den jeweiligen Themen kommen werden. Ich möchte ganz, ganz herzlich begrüßen Anja Mier zu meiner Rechten. Anja Mier ist Professorin am Netherlands. Anja Mier ist Professorin am Netherlands Institute of Human Rights der Universität Utrecht. Sie arbeitet zu Themen wie Transitional Justice, Globalisierung, Transformationsprozessen und Menschenrechten weltweit. Und ich möchte hier auf was Besonderes hinweisen, weil mir das gefallen hat, nochmal beim Nachlesen. Frau Mier hat 2001 an der Freien Universität promoviert zum Thema Amnesty International in der DDR. Wer also an so einem Thema Interesse hat, sollte ihre Promotion lesen. Ich fand es spannend. Wir haben zu jeder, das gilt für alle hier auf dem Podium, zu jedem Panelisten, zu jeder Panelistin umfangreiche berufsbiografische Angaben gemacht. Frau Mier hat auch im Deutschen Institut für Menschenrechte gearbeitet. Sie hat sehr, sehr viele Gastprofessuren auf allen Kontinenten, würde ich bald sagen. Das ist nicht schlecht. Und sie hat natürlich viel veröffentlicht. Lesen Sie in der Konferenzmappe nach, wenn Sie mehr über Anja Mier wissen wollen.
Dann möchte ich zu meiner Rechten, meiner Kiai, ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Herr Kiai unser Gast heute ist. Er ist seit Er ist seit 2011 UN-Sonderberichterstatter für Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Sein Mandat wurde erst letztes Jahr, also 2014, um weitere 3 Jahre verlängert. Er hat Jura studiert an der Universität von Nairobi und an der Harvard University und engagiert sich seit über 20 Jahren für Menschenrechte und eine Verfassungsreform in Kenia. Kiai war Gründer und Geschäftsführer der inoffiziellen kenianischen Menschenrechtskommission unter Arap Moi und war von 2003 bis 2008 Vorsitzender der kenianischen nationalen Menschenrechtskommission. Er hat sich, denke ich, wirklich für sein mutiges und vor allem auch effektives Eintreten gegen Korruption im öffentlichen Dienst, für politische Reformen, für Gegenstraffreiheit, für die Verantwortlichen der Gewalttätigkeiten in Kenia nach den Wahlen 2008 einen wirklich super Ruf als mutigen Menschenrechtler in Kenia verschafft. Und ich finde es wunderbar, dass er als Sonderberichterstatter für Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit uns heute bestimmt sehr viel dazu erzählen kann, wie er die von mir schon angedeutete Situation weltweit einschätzt, dass wir es nicht nur mit Shrinking, sondern mit Closing Spaces für Nichtregierungsorganisationen zu tun haben. Wunderbar, dass Sie da sind heute bei uns. Ja, und mein nächstes ganz herzliches Willkommen geht an unseren zweiten Gast aus Afrika, an Desiree Asogbavi. Herr Asogbavi ist Gründer und Leiter des Internationalen Verbindungsbüros von Oxfam bei der Afrikanischen Union in Addis Abeba. Herr Asogbavi ist Rechtsanwalt und Staatsbürger Togos. Dort wählte ihn das togolesische Parlament 1997 für 4 Jahre zum Beauftragten der Nationalen Menschenrechtskommission. Desiree Asogbavi arbeitet auch als Publizist und Journalist. Er war Wissenschaftler für die internationale und Nobelpreis gekrönte Kampagne für das Verbot von Landminen. Und auch für ihn gilt, was ich schon zu allen anderen gesagt habe, gehen Sie in die Kurzbiografien. Es ist wunderbar, was wir hier für Menschen haben, die seit Jahren für Menschenrechte streiten unter nochmal ganz anderen Bedingungen, als das für uns hier in Deutschland der Fall ist. Herzlich willkommen, Herr Asogbavi. Ja, und ich freue mich ganz besonders, dass du, Claudia, und jetzt bin ich beim Du, weil wir uns natürlich schon lange kennen, dass du als vielbeschäftigte nun Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, ja, jetzt habe ich's, für Bündnis 90 Die Grünen hier heute Nachmittag zu uns gekommen bist. Die meisten hier kennen Claudia. Claudia hat eine lange politische Karriere und vor allem ein großartiges Engagement für die Menschenrechte in ihrem Leben hinter sich und bestimmt auch noch viele Jahre vor sich. Das wünsche ich dir sehr. Sie war seit 1989 bis 1998 Mitglied im Europaparlament, seit 1998 im Deutschen Bundestag. Und dort war sie die erste Vorsitzende des neu gegründeten Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Sie war auch die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik in der Ära Rot-Grün von 2003 bis 2004 und hat dem, denke ich, auch gerade von staatlicher Seite aus der Menschenrechtsarbeit der Deutschlands ein Gesicht gegeben, weil Claudia ist bekannt dafür, dass sie nie schont, dass sie immer offen anspricht, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, auch wenn die berühmten deutschen Wirtschaftsinteressen im Spiel sind. Und ich finde es großartig, dass du vor allem auch jetzt dein Mandat als Bundestagsvizepräsidentin nutzt, um durch deine Reisen und durch dein hohes Amt eben genau auch Menschenrechtsverletzungen in allen
Winkeln dieser Welt, in jedem Land dieser Welt mit Offenheit Menschenrechtsverletzungen ansprichst. Dass sie Parteivorsitzende war und 5-mal wiedergewählt wurde, sagst du selber, geschenkt, okay. Time goes by, das ist Geschichte. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du heute auch zum Thema, wo ist Politik rechenschaftspflichtig, versuchst, deine Perspektiven und vor allem auch deine Erfahrungen einzubringen. Herzlich willkommen, Claudia. So, nach diesem Vorstellungsmarathon werden wir so vorgehen, dass ich jedem und jeder Panelistin eine Eingangsfrage stelle. Die Mikros sind an. Es gilt nichts zu drücken. Man kann einfach nur sprechen und dann funktioniert's. Anja Mia, Sie beschäftigen sich mit Transformationsprozessen und Menschenrechten global. Wir haben Ihnen die nette, nicht nur rhetorische Frage gestellt, wo gibt es überhaupt politische Handlungsspielräume für Nationalstaaten, wenn es darum geht, Menschenrechte umzusetzen und vor allem auch, wer sind eigentlich die Akteure, die auf nationaler Ebene ihre Staaten, ihre Regierungen jeweils rechenschaftspflichtig halten? Wir sind gespannt. Ja. Hier vertrete ich zudem auch eine Disziplin, eine wissenschaftliche Disziplin, die Politikwissenschaft, aber auch internationales Recht. Und ich möchte da hier auch ein paar Kollegen zitieren, die nämlich schon vor ein paar Jahren gesagt haben, der Nationalstaat hat eigentlich abgedankt im Punkto Umsetzung, Einhaltung. Selbst als Norm-Entrepreneur, also als Standardsetzer der Menschenrechte, hat er eigentlich abgedankt. So seit den 90er Jahren, vielleicht gerade so um 2005 herum. Diejenigen, die sich mit diesen ganzen Menschenrechtsthematiken beschäftigen, wissen, da ist sehr viel passiert, R2P, Konventionen etc. Das ist so eine extreme Position, die ich nicht ganz vertrete, aber ich finde es spannend. Und Michael hat es auch indirekt angedeutet, welche Rolle spielt denn der Staat überhaupt noch? Was wir jedoch auf jeden Fall sehen, ist, dass er eine verminderte Rolle spielt. Warum spielt er denn eine verminderte Rolle bei der Umsetzung und der Einhaltung? Und das wird sich danach auch auf die Sustainable Development Goals auswirken. Nicht, weil der Staat selber sozusagen die Segel gestreicht hat und das nicht schafft, sondern weil andere Akteure zunehmend wichtiger sind, auch bei der Einhaltung und Umsetzung. Man spricht auch davon, dass er eigentlich ja sozusagen Macht abgibt. Und da waren wieder bezeichnend eigentlich die 90er Jahre um die 2000 herum, als man dann doch festgestellt hat, mein Gott, die NGOs, das sind ja nicht mehr diejenigen, die irgendwelche Regierungen nerven, sondern sie werden zunehmend umarmt von Regierungen. Es gibt einen Outsourcing-Prozess auch der Verantwortlichkeit von Menschenrechten auf die NGOs oder auf die Zivilgesellschaft. Und als nächste Folge waren dann auch noch private Unternehmen und so weiter. Also die Frage, die wir uns heute ja stellen, ist, was sind eigentlich die Maßstäbe für eine erfolgreiche Umsetzung von Menschenrechten? Egal wo, lokal, national, international. Und wer ist dann sozusagen dafür verantwortlich oder wer kann die dann umsetzen? Das ist wirklich eine ganz, ganz starke Frage. Jetzt gehe ich ganz kurz durch ein paar Punkte durch. Das, bitte verstehen Sie es auch als Provokation. Ja, das ist nicht alles immer dingfest, sondern das sind so Diskussionen. Die eine habe den einen schon genannt, also die sozusagen Auflösung der Staatlichkeit. Staat spielt, der Zentralstaat oder der Nationalstaat, staatliche Institutionen spielen eine zunehmend weniger Rolle. Die neuen Spieler im Feld sind natürlich auch die Nichtregierungsorganisationen, auch die internationalen und auch ein Teil, das sehen wir gerade, wenn es auch um die sozialen Menschenrechte geht oder auch wenn es um Ökologie geht, das sind auch zunehmend internationale humanitäre Organisationen. Da komme ich dann zu einem zweiten Akteur, den man in den 90er Jahren noch gar nicht so auf dem Bildschirm hatte, der aber heute zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das sind eben auch die zwischenstaatlichen oder internationalen Organisationen, ihre sozusagen Subdivisionen. Denn da haben wir wie eine, ich sage immer so Mushrooming, also wie Pilze sprießen die ja auf dem Boden. Wir haben ständig neue Regime, Finanzregime, Klimaregime etc. Und die haben Organisationen oder Institutionen, die sich auch mit der Umsetzung beschäftigen. Dann haben wir natürlich die privaten Akteure.
Und ein Feld, in dem ich mich jetzt auch in letzter Zeit sehr tummel, was sehr, sehr spannend ist, zu sehen, wie sich da das Menschenrechtsregime entwickelt, das ist dieses ganze Cyber-Regime, also Menschenrechte im Internet. Und da sehen wir ja, dass Akteure wie zum Beispiel Facebook oder Yahoo, ohne die setzt man sich ja gar nicht mehr an den Tisch, wenn man überhaupt mit Menschenrecht redet. Alles andere ist Zeitverschwendung. Also man sieht sozusagen eine ganz, nicht nur eine graduelle, aber auch eine sehr rapide, eine sehr schnelle Wechsel. Welcher Akteur sitzt eigentlich heute an den Tisch, wenn es um Verantwortlichkeit geht, wenn es um Umsetzung, aber auch um Normengesetzgebung. Und ich sage es auch provozierend, es nimmt keiner mehr ernst, wenn sozusagen nur noch Staatenvertreter an einem Tisch sitzen würden, sich über die Umsetzung unterhalten würden, weil jeder weiß, damit ist noch nicht mal die halbe Miete gewonnen. Dann einen Punkt, den ich noch anführe und dann höre ich damit auch auf, das ist, was ich eben auch sagte, diese Akteure, bei der Umsetzung sind vielfältig geworden, sie sind privat, sie sind international, sie sind ja intergouvernemental auch, das wurde wirklich lange unterschätzt, auch in der Betrachtungsweise, und sie sind staatlich. Und ein Begriff, mit dem einige von Ihnen wahrscheinlich schon zu tun hatten, aber ich merke auch immer, wie viele der noch neu ist, der aber im Moment in der ganzen Menschenrechtsdebatte international gar nicht mehr wegzudenken ist, das ist dieser sogenannte Multi-Stakeholder-Approach. Manchmal wird er auch gleich überbewertet, er wird dann so als Heilsbringer gesehen für alles. Ne? Aber andererseits, ich sehe im Moment gerade an dem wachsenden Klimaregime, aber auch dem Cyberregime, wenn es um Menschenrechte geht, da kommt keiner mehr dran vorbei, der sagte, wer löst hier eigentlich die Probleme? Wer ist sozusagen verantwortlich? Wer setzt es um? Wen können wir auch zur Rechenschaft ziehen? Und das ist immer mehr eher möglich, auch private Akteure, auch NGOs zur Rechenschaft zu ziehen. Und deswegen sitzen die und müssen sie auch mit am Tisch sitzen, wenn wir uns darüber unterhalten, wie wir Menschenrechte einhalten und umsetzen. Dabei lasse ich es mal. Ja, ich würde gerne nachfragen. Also eine der stärksten Waffen für Rechenschaftspflicht und Transparenz ist doch der Universal Periodic Review. Ich weiß nicht, wie viele hier mit diesem Verfahren vertraut sind. Vielleicht erklären Sie das kurz, dann muss ich nicht so viel reden. Auf jeden Fall ist es doch der Rahmen, in dem Nationalstaaten dem Menschenrechtsrat berichten müssen, wie sie eigentlich Menschenrechte umsetzen. Das ist doch eine starke Waffe. Es ist eine zusätzliche Waffe und da auch wieder ganz interessant, wenn Sie sich das mal angucken, auch so ein bisschen historisch, man muss da gar nicht 200 Jahre zurück, die letzten 20 Jahre, immer kommt man um das Datum 2005 herum und das hat mich auch mit diesem Universal Periodic Review zu tun, da fanden massive Reformen auf internationaler Ebene statt, aber auch auf europäischer Ebene, gerade was das, was die Rechenschaftspflicht angeht und das UPR, dieser Periodic Review ist ein Ergebnis dieser Reformen, wo man Staaten sozusagen regelmäßig darum bittet und sie dann sozusagen auch interviewt, meistens in Genf bei der UNO, was sie denn zu den Menschenrechten gemacht haben und wie sie umgesetzt haben. Wenn Sie sich aber diese Reviews einmal angucken oder auch diese, die sozusagen, ich sag's jetzt mal, Interviews oder Diskussionen, die danach stattfinden in größerem Kreis, da finden Sie immer wieder Fragen und auch Antworten der Staatenvertreter, denn sie sind noch sozusagen die Nummer eins in diesem Spiel, aber sie finden dann immer sehr, sehr schnell auch Verweise so von Staaten, aber auch von denjenigen, die dort die Fragen stellen, auf dem zum Beispiel private Akteure oder NGOs. Und ich muss leider auch sagen, dass zum Beispiel gerade die Regierung dieses Landes, aber auch in dem Land, in dem ich gerade residiere, in den Niederlanden, die sind da auch nicht besser, dass häufig auch, wenn sie gefragt werden, wer denn welches Ziel, Konvention, Menschenrechtsziel etc. umgesetzt habe, dann häufig auf NGOs verweisen. Die haben das ja gemacht oder unsere Stiftungen haben doch dies und jenes gemacht. Das findet sich zunehmend darin. Ich finde das manchmal auch eher bedenklich, weil es auch so ein Drücken, sich vor der Verantwortung drücken indikiert. Dann muss man schon auch fair sein und sagen, okay, wenn wir jetzt hier auch unseren Bericht sozusagen vortragen, dann sollen auch bitte schön alle am Tisch sitzen, was dann zum Teil ja auch passiert. Aber wir sind in so einer Transitionsphase im Moment, wo einerseits der Staat noch offiziell, er ist nun mal der Staat, wie ich sagte ja vorhin, der nun mal ratifiziert und der sozusagen die Unterschrift leistet, aber die Realität ist eigentlich schon weit darüber hinaus. Erstmal soweit zu diesem Aspekt. Ich möchte
meiner Fragen nach seinen Erfahrungen als UN-Sonderberichterstatter für Versammlungs- und Organisationsfreiheit, wie er denn die Rolle von Zivilgesellschaft wahrnimmt. Sie haben eine Umfrage, wenn ich richtig informiert bin, auf den Weg gebracht, der unter anderem genau untersuchen soll, wie es denn um die Kräfteverhältnisse steht zwischen dem Business-Sektor und dem zivilgesellschaftlichen Sektor, wenn es darum geht, Regierungen rechenschaftspflichtig zu machen. Also Hypothese wäre, da gibt's vielleicht eine Asymmetrie derjenigen, die sich einbringen können, wenn es darum geht, Regierungen rechenschafts- oder weniger rechenschaftspflichtig zu machen. Könnten Sie uns was von dieser Umfrage und was Sie dazu motiviert hat, erzählen? Well, thank you very much and thank you for inviting me here to this foundation, the Energy Ball Foundation. I really appreciate and I'm glad to be here. You've asked a very specific question, and that is related to my next report to the UN General Assembly in October of this year, which is a report that I've begun working on, and it's going to be a comparative study looking at the enabling environment for business compared to the enabling environment for civil society. Now, it's not just on accountability. It's a whole. It's really looking at what states, but also what international community and international organs are doing vis-a-vis how they're treating civil society on one hand and treating businesses on the other. The basic assumption has been that there's way more space for businesses across the world than there is for civil society. And the experiences and the examples we're getting, especially from many, many countries across the world, is that it is much harder to be a civil society organization than to be a business. So you're finding, for example, that when it comes to issues of the Financial Action Task Force that looks at money flows within the context of counterterrorism, there's a lot more emphasis on civil society organizations than there is on businesses. When you look at even invitations, and I suppose one of the things that I may take a little bit of issue with Anya is that when you come to these things around internationally, actually civil society is not being invited to the table. Civil society is breaking down doors to get to the table. It is not invited. It has to force its way in. Businesses are being extended and welcome. Please come. You need to come and help us, whether it's development or whatever it is. Please come. When you look at how governments and politicians, legislatures treat business or lobbying, at this point we've been dealing with a law in the UK that is making it harder for civil society organizations to campaign and to lobby on an issue of concern if it's going to be an election issue. So if you're working on elderly people's rights and that becomes an issue, then you can't deal with it in the UK 6 months before the election because it is seen as influencing the election. If you're a business, you can go ahead and do so. So there's a whole these differences that are coming up that are making people making me and worried that that states, because this is being done by states generally, are just giving away rights to the businesses. So in a sense we are privatizing a lot of our lives as we go. So the motivation is actually give a tool to civil society organizations that they can work with and say, look, I was in Rwanda last year. It takes, and the Rwandan government is very, very proud of the fact that they can register a business online in 6 hours. And they're very proud of it. You do it, it's free. You try and register a human rights organization. It will take you 3 years to get it. So the 6 hours versus 3 years. And if you're an NGO, they're going to take you around. They have to check whether you're a spy, whether which what you're trying to do, what work you're trying to do. You're vetted and vetted and vetted. So what you're seeing is a real sense where states are saying, business, please come in. And while civil society, and especially critical civil society. And this also, by the way, applies to countries in the global north. I've been dealing for the last few years with issues in Canada, which especially around environmental issues. Canada is determined, at least the government of Stephen Harper, is determined to exploit every single resource there is in Canada. So if you're friends of the earth, you're going to find you have been audited 3 times by the Charities Commission
over the last 4 years. And they say, oh, it's random, we're just checking. But 3 times in 4 years, even any mathematician, you simply cannot get that kind of mathematics, that kind of randomness to be audited 3 times in 4 years. And so you see, there's a whole sense of attack against civil society that is critical. Now, if you're a civil society organization and you are supporting the state, often it's very easy for you. It's very, very easy. People don't stop you. People don't harass you. They give you all the issues. So there's a distinction as well between civil society. It's not a blanket thing. It's critical civil society and then friendly civil society. If you're providing services, you find that you're much more welcome to the table because you're providing resources and other things. So that is the motivation of that report. But generally speaking, over the last 4 years, what I have seen is states really cutting down, really, really cutting down on civil society. Unhappy about the criticism that they receive, partly because of the work that you all are doing in environmental work, on economic development, equality, and other things. They just don't want to have that debate. So they think the best thing is cut it down. And so it's one of the fundamentals. So one of the things I will be doing next week in Geneva is I'm pushing my report to Geneva Human Rights Council is on the exploitation of natural resources and freedom of assembly and association. And I've looked at trying to look at it in a three-pronged way. One is the obligation of the host country, the country hosting the company that is doing the exploitation of natural resources, the responsibility of the company that's doing it, and then the responsibility of the home country that is the home country of the company. And it's been very interesting because I'm very, very clear in my mind that I endorse very strongly the need for an international law that binds companies to human rights standards. And I know the Drage report talked about voluntary. And actually, when I've talked to many states in the EU, when it came up, the states in the EU states, the USA was very opposed to that. They say, let's give the Drage principles time to mature and we test. And I keep asking them, but if you give them time to mature, that company that's killing people in Peru, how will you give those people time to mature in death, or what are you trying to do? So it's time for us to find accountability mechanisms. And I think a binding treaty that binds companies as an actor now at the international level, because it is an actor at the international level, is very, very crucial. But now the proposal by Ecuador, which was changed by China, is to only focus on transnational companies. My view is that it should be broad, even domestic companies, not just transnational. But I think it's up to us, and I would encourage you to encourage your delegation and EU to engage in this process, to broaden it, because the EU has said they're not going to engage. Germany has refused to engage in the process of drafting. The draft will be done, whether with your support or not his support. The fact is, most of the countries in the global south would like to find a way in which they can indeed hold companies accountable. So it's better if you're there at the table than not there. So if there's one takeaway you can have from here, please ask your government to be at the table, and because we don't want a binding treaty that exempts Chinese companies from it all, because that could very well happen if you're not careful. And so you need to be at the table on this discussion. And I think that's where we want to go. Yeah, thank you very much. Ich möchte auch a follow-up question, so. Ihnen eine Frage stellen, auch nochmal ganz eng in Bezug auf die Sustainable Development Goals, weil das ist ja auch ein bisschen heute der Anlass. Ein Punkt, der immer wieder vorgebracht wird, ist, ja, auch wenn diese Sustainable Development Goals jetzt nicht so ambitioniert sind und vielleicht auch noch ein bisschen vage, es soll die Zivilgesellschaft sein, die dann ihre Regierungen zum Monitoring treibt, zur Rechenschaftspflicht treibt. Sie haben es ja gerade schon gesagt. Gleichzeitig erleben wir weltweit, ich sage nicht nur Shrinking Space, sondern Closing Space for Non-Governmental Organizations. Sie haben, dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken, gemeinsam mit anderen UN-Sonderberichterstattern in die SDG-Debatte eingemischt und gesagt, SDGs brauchen zur Umsetzung und Implementierung eine wache, vibrant civil society.
Ich möchte Sie gerne noch mal fragen, welche Resonanz Sie auf diesen auf diese öffentlichen Stellungnahme mit Ihren Kollegen und anderen Sonderberichterstattern bekommen haben. Und auch noch mal, was Sie bewogen hat, im Kontext der SDGs diese öffentliche Intervention zu machen. That public intervention was motivated from by reports I received from civil society. I mean, a big part of the work I do is being in contact with civil society. There was a prominent NGO, Civic, has contacted me. They're dealing with the SDG level. They're negotiating in New York, and they said they're having trouble with this issue. So we agreed to come up with a statement that says that, you know, on the accountability function. The freedom of association, the way I interpret freedom of association is that my primary role is to be a voice for civil society. The reason this mandate was created in 2010 was because of the idea of shrinking space, what in our closing space for civil society. So, and I feel very much obligated, and I feel very much passionate, actually, about the need for us to keep expanding this space for civil society. Now, one of the things that we're discovering as we're working through this, is, for example, is that countries that give space to civil society will always give space for businesses and other sectors of society. Countries that give space first to businesses do not necessarily give space for civil society. So in a sense, the linkage, and for other sectors, the linkage between civil society and business and other sectors is very real. That we generally have space in our lives if we have a vibrant, open civil society. And the only way to hold countries accountable in the context of the Sustainable Development Goals is to have that vibrant civil society that can say, hey, you're not doing well. You could do better. We have tried, I mean, I think there's a UPR people you mentioned as well here, which has done some bit. I think it could go further in terms of the UPR, Universal Periodic Review. It's done some work, but I think it could do much, much more in terms of expanding that space. But we are in a very difficult situation globally, I think. And I think that for the last 10 years, I think maybe 2005 was probably the last of the glory years in terms of being able to push openness. But we are at a point where I believe we're in a serious contestation in the world globally between those who want openness and freedom and those who want to close it down for whatever purposes they are at. And at the front line of that contestation is civil society. The front line of it, people are being attacked, is civil society. And that's where we are seeing. So this contestation is not just north, south, or east versus west. It's right across the world. It doesn't even have ideological linkages. So you're seeing Canada in that boat, Russia in that boat. You'll find sometimes it's going to be, you can find India, which calls itself the world's largest democracy, in that boat. You'll find Botswana, which is a democracy in African standards, being against LGBTI. So we are finding this. There's no one consistency. It's not just one. It's not as simple as that. But generally, if we look at it clearly, it's openness versus non-openness. That's really the contestation. I hope it doesn't become a form of a hot war in the next few years. But I think that is something we need to keep pushing, because we have to come all together, those of us who want openness. And I keep arguing that it's not about agreeing. I don't have to agree with the environmentalists. I simply have to allow and tolerate them to operate. And when I noticed today that you came on a bike. You know, I don't have to agree that it's good to come ride a bike to come to your office. You know, some people want to come in big SUVs and Jeeps. That's their problem. You know, we can argue it as we come back and forth. We should not outlaw it. We can debate with it. We can debate with them. We shouldn't jail them because they're driving Jeeps. But we should have that debate. So I think that's how I think we should be having in our society, as much tolerance as we can. We try and convince them maybe the Jeep isn't good, it's taking too much fuel, although I know the Arabians will produce a lot more as we go. Yeah, thank you. Ich stimme überein, dass wir die Angriffe auf Nichtregierungsorganisationen, CIT erfolgt vor allem über juristische Wege, über mediale Wege, nicht auf autoritäre Regime beschränkt ist, aber ich glaube, wir sollten hier schon den Unterschied machen,
dass ich mich immerhin in Indien wegen eines funktionierenden Rechtssystems ich vielleicht vor Gericht Recht bekommen kann, wenn meine Rechte mir verweigert wurden. Das gilt eben nicht für China oder gilt eben nicht für Länder, die kein Rule of Law haben, die wirklich ausschließlich mit Willkür arbeiten und wo es keine rechtsstaatliche Gegenwehr mehr überhaupt geben kann. Weshalb ich auch von manchen Ländern von Closing Space und von manchen vielleicht zu Shrinking Space reden würde. Herr Desiree Asogbavi, Sie beschäftigen sich mit fragiler Staatlichkeit und viele Länder Afrikas südlich der Sahara sind fragile Länder. Sie sind in Konfliktsituationen, in Bürgerkriegssituationen. Und hier stellt sich ja erst recht die Frage, was machen wir eigentlich mit der Umsetzung von Menschenrechten, mit Rechenschaftspflicht unter Bedingungen fragiler Staatlichkeit? Ich würde mich freuen, wenn Sie uns da Ansätze nennen würden, wo Sie sehen, dass wir vielleicht im Norden was tun könnten, um eben fragile Staatlichkeit zu überwinden, Institutionen zu stärken und vielleicht so etwas wie Mindeststandards von Menschenrechten auch unter Bedingungen fragiler Staatlichkeit umzusetzen. Thank you very much. Thanks. Thank you. We all agree on the universality of human rights. We strongly agree on the indivisibility of human rights. We know that human rights are interdependent, you know, linking development to peace and security, to governance. And we have important policies which are universal now, mentioning the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political, and the Criminal Rights. So those are the ones we expect to see fully implemented in all countries and basically in all situations. We know that declaring principles on human rights are not enough. We have to see existing and implementable mechanisms. We want to see citizens be able to exercise those rights. In a normal country, in normal situations, yeah, we see some effort and we push it hard for all human rights to be respected in those countries. But now what happened when we are in the situation of fragile state? So just quickly, what do we see as what we call fragile states is when in a state, the government is not able to deliver the core functions of what a government is supposed to be doing. Lack of control, sometimes lack of reach over the whole territories of the country. That means people can do whatever they want. Normally, we see a number of repeated violence over those fragile countries, and institutions are so weak that they really cannot, you know, manage to protect rights and promote development of citizens there. Now, shall we say that fragility is an excuse not to respect human rights? Question. The reality is in front of us. You see countries like Somalia, you see countries like DRC, where the government, there are parts of the country where the government authority cannot even travel to visit, but then they are, you know, leading that country. Now, do we say that because everybody agreed that those countries are fragile, is it an excuse not to respect human rights? In front of that reality, of course, you say no, it is not an excuse. But shall we expect the same human rights respected in the normal growing countries as in the fragile countries? The reality is that we cannot see the exact rights, all the rights that supposed to be respected in a normal country to be seen respected in the fragile countries. However, I must say that when you look at the international instruments, the Universal Declaration, the International Covenant on political rights and socioeconomic rights, we don't have an agree
hierarchy within rights. I said before that we agree that they are all interdependent, and we can say one is more important. However, when we are finding ourselves in a fragile state where it is realistically impossible, you know, to provide all those rights to citizens because of all the reason I mentioned before, one important step will be to look at what we call core principles of human rights. These include equality and non-discrimination. So if I must distribute 20 bread to 20 people in the country, but for some situation I only have 5, I can't just give full bread to 5 people. I have to make sure that I distribute equally the pieces of those 5 bread to the 20 people, just to illustrate. So what we mentioned, I call equality and non-discrimination, first principle, first core principle. Participation and empowerment. In some situations, it is a fact that the government is just not able to do it. But when you allow participation on all type of all component of the society in improving and exercising the right, you have less tension and less frustrations. When people feel consulted and empowered in all the affairs of the state, they see by themselves that it's not possible to reach all. But when they are inside the process, you have less tensions. And the other one, the last one, is accountability. When you have a government, whatever the situation is, there's no reason to say, because of the situation, I can violate role because I can just do. So there should be a mechanism to hold those who are on power accountable to the realization of rights. The second consideration, as I say, we don't have international standard that may priority that sequence or that may hierarchy within rights. However, some rights cannot be derogated. Whatever the situation, whatever the how higher the fragility is, those are, for example, arbitrary deprivation of life. You can't justify making people disappear arbitrarily because you are in a fragile state. So those are not, cannot be derogated. Torture and ill treatment of people, no fragility can justify that one. For example, slavery, those are the rights that universally we agree that in no situation we will violate them. We can violate those. And the retroactivities of penalties, for example, those are the principles that we should not abandon because of fragilities. And the last group are the liberty of conscience, liberty of religions. Those cannot be stopped with a justification that our country is fragile and we can't. Now, moving to the issue of then who is responsible, very clearly, unless there's a total failure of state and government, the state is responsible. Once you are an authority, whether it is in Somalia or DRC, you, being on the power, accept the responsibility of looking after those rights, and you have to be accountable for it. Now, beside that, we have seen some situation where other bodies have been called, rightly, you know, to add to it, to play a role. In the past, in many situations, we have seen the UN, various UN bodies given some responsibilities on various situations to make sure that rights are respected. We have seen UN taking over a number of civil and political rights-related issues in Kosovo, in East Timor, and not long time ago, having a UN, you know, strongly organizing the election issue in Cote d'Ivoire, for example. Beside the UN, we have civil society organizations organizing themselves to do whatever they want. You have seen professionalism of them taking over a number of issues, rights-based issue. And then we have talking about CSOs, I'll come back to my friend Maina about what we can do at regional level when countries are desperate, are totally closing the speed. What regional bodies can do, regional bodies
in the continent can do, for example, to stop that. So I can stop there if you want to have any. Thank you. thank you very much. Mina is probably coming back to that. Would you pick up your? Yes, I'm a German. I'm speaking in German. Vielleicht noch auch eine weitere Frage. Also bei der Frage um Rechenschaftspflicht unter Bedingungen von Fragilität oder fragiler Staatlichkeit, da geht es doch auch darum, ob bei der Unterstützung, nämlich Mindeststandards oder Core-Prinzipien umzusetzen, nicht auch der Norden via unterstützend wirken könnten. Da möchte ich gerne verweisen und das auch bekannt machen, weil ich den Bericht sehr lesenswert fand. Der Entwicklungsausschuss der OECD hat erst vor ein paar Tagen oder Woche, zwei, drei Wochen, wie ich finde, einen sehr guten Bericht herausgegeben, der sich mit Fragilität im Kontext Fragilität 2015 auseinandersetzt. Und der letztlich nichts anderes fragt, ob sich eigentlich unter Bedingungen von Fragilität die Postagenda 2015 erfüllen lässt. Und eine der Forderungen ist, und das hat mit dann der anderen UN-Konferenz im Juli in Addis Abeba, Finance for Development, zu tun, ob die internationale Gebergemeinschaft nicht viel stärker ihre Entwicklungshilfetransfers auf fragile Staaten und dort auch vor allem auf die Sektoren lenken soll, die helfen, friedensfördernde und rechtsstaatliche Institutionen aufzubauen. Ich denke, das ist eine Forderung, die ich nicht schlecht finde. Wenn sich was rechtfertigt an Entwicklungshilfetransfers, dann wirklich die Unterstützung von Ländern, die schwache Institutionen haben. Und wenn wir den Bericht lesen, dann stellen wir fest, dass beschämend wenig Mittel überhaupt in fragile Staaten fließen und beschämend wenig Mittel genau in die Förderung von Institutionen, die Rechtsstaatlichkeit fördern. Ich habe im Bericht gelesen, dass in den Sektoren, wo man wirklich Institutionen stärken müsste, die friedensfördernd sind, die Rechtsstaatlichkeit organisieren, weit unter 5% der Entwicklungshilfetransfers ausmachen. Und ich möchte Sie, Herr Assoghbavi, fragen, ob Sie, weil Sie ja auch für Oxfam am Verbindungsbüro in Addis sitzen, sich vorstellen können, dass die UN-Konferenz Finance for Development hier vielleicht auch Anknüpfungspunkte bietet, um wirklich auch über nachzudenken, wie Entwicklungsgelder gezielter und wirkungsvoller an Länder, die fragil sind, gehen könnte. Thank you very much. Yes, you mentioned a very crucial meeting coming up in July that will look at how those SDG can be implemented in terms of resources to be allocated to it. And I also pick your first idea on what the West, what the North can do better vis-a-vis those fragile states, basically to take them out of the situations. Beside a number of pressures that partner countries from the North have been putting on countries where human rights are not really observed as it should be, moving to the economic side, I just want to point two things, referring first to the Financing for Development meeting coming up. Of course, development aids need to be increased, you know, to be fair. The 0.7 ODA promised long time ago have never been met totally. If commitment can be made, at least to reach that 0.7 ODA, we will have moved ahead. But for me, one of the most important things is about, thank you, illicit financial flow. President Thabo Mbeki, former president of South Africa, recently, just a few months ago, released a report looking at how
domestic resources can be mobilized in the continent, in Africa, to fund development. And the figures in that report are alarming. 50 billion are being taken illegally, illicitly, every year from the continent. And those 50 billion are going to the North countries. Those are being done by mostly multinationals, but there's no transparency. Hey, absolutely. Yeah. If only we can stop that flow to go out, don't you think we can fund a good part of development in the continent? But this is one where responsibility comes back to the Western countries. They know those figures. They know those multinationals. They know where they are. They know they are perceiving tax out of those money. So this is something that needs to be looked at strongly when we're talking aid, yes, but really it will be important to move to a situation where those countries where basically $1 billion is taken out every day, if you consider 50,000, if those amounts can fuel development programs, then we will have more of it. Those are the two ideas I want to put on the table as something that can be done. And we are expecting good results out of the July meeting. Okay, so we are all looking forward to the upcoming Addis meeting in July. And I hope they are really coming up with some innovative ideas how to redistribute the wealth that does exist in your country, but is unequally distributed. So, Claudia, jetzt hast du lange zugehört. Jetzt sind wir gespannt auf deine Vorschläge, wie Parlamente und Regierungen, ja, ich finde es mit dem Parlament schon auch spannend, Beiträge leisten müssen und sollen, um Rechenschaftspflicht, die Umsetzung von Menschenrechten, wir sind immer noch beim Nationalstaat, eigentlich noch besser garantieren sollten. Hier steht es ja, einfordern, garantieren, umsetzen. Bin gespannt auf deine Ideen. Ja, erstmal vielen, vielen Dank euch, Böll, Stiftung, dir, Barbara, aber auch dem Menschenrechtsinstitut, dass überhaupt so eine Veranstaltung stattfindet, weil ich glaube, die ganze Thematik, die von so irrsinnig großer Bedeutung ist, was in diesem Jahr passiert oder nicht passiert, hat eine ganz große Bedeutung in einer Welt, die geprägt ist von einer dramatischen Klimakrise, von einem Auseinanderfallen, was soziale Ungleichheit angeht, globale Ungerechtigkeit angeht, von Krisen, von Konflikten. Und natürlich spielt es eine Rolle, auch was der Nationalstaat aus Deutschland da an Politik kommt oder was bei den G7 herauskommen hätte sollen oder können, wissen, dass die nicht die Weltregierung sind. Aber natürlich spielt es eine Rolle. Und wir brauchen sozial-ökologische Transformation, wir brauchen Multilateralismus, eine starke UNO, wir brauchen eine Verbindung dieser drei Gipfel miteinander. Wenn in Addis nichts rauskommt, dann können wir gleich New York und Paris ein Stück weit vergessen. Wir brauchen Transparenz, wir brauchen vor allem, dass es überhaupt mal zum Thema wird. Raus aus akademischen Kreisen, nichts gegen akademische Kreise, aber raus aus Expertenrunden, mobilisieren, politisieren, da wird SDGs und Post-2015, da werden Begriffe rumgeschmissen, aber sagen wir mal, Sie sind auch ein normaler Mensch, aber die anderen normalen Menschen, die wissen ja gar nicht, worum es geht. Und ich glaube, das ist ein Grundproblem. Das ist das Erste. Politisierung und Mobilisierung. Und wenn ich Elmar mir so angucke, da wird's mir ziemlich schwummrig. Da kriege ich wirklich Sorge. Elmau, da wird Symbolik zur Politik erklärt. Da wird Symbolik zur Politik erklärt. Und was die Reaktionen angeht, wundere ich mich schon. Das war schon ein bisschen so der Kaiserin neue Kleider. Da wird, dass die miteinander reden, wird plötzlich zum Erfolg gemacht. Dass man sagt, 2-Grad-Ziel ist wichtig, das war vor wenigen Jahren, wir wissen es doch, und viel war in Kopenhagen als große Niederlage dargestellt. Und jetzt wird das auch von NGOs zum Erfolg erklärt. Ich habe die Welt nicht so richtig verstanden, was da los ist. Und eines
Richtig, Barbara. Natürlich sind wir nicht China, aber ich will mich auch nicht, oder andere Regionen, ich will mich aber auch nicht als Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland mit China jetzt vergleichen und sagen, bei uns ist er relativ gut. Wenn ein Innenminister sagt, in Bayern jetzt, er weiß gar nicht, worüber man sich aufregt. Bayern hat 70.000 Quadratkilometer Fläche und nur in 4 Quadratkilometern hat man das Demonstrationsrecht eingeschränkt. Ich weiß gar nicht, warum wir uns aufregen. Das ist de facto eine Entdemokratisierung und eine fast Unmöglichkeit gab, dass sich auch deutsche Zivilgesellschaft, die sich interessiert, überhaupt an einem demokratischen Protest beteiligt. Ich finde total wichtig, und ich will jetzt mal Werbeblock machen für Tom Königs und für andere. Wir haben jetzt einen Antrag, den wollen wir einbringen zum Thema Menschenrechte in der neuen Nachhaltigkeits- und Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen stärken, wo wir Anforderungen an die Bundesregierung, an die Politik erheben. Dass wir die Menschenrechte erstmal überhaupt reinholen in Diskurs, in diesen Diskurs, ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und zwar nicht sozusagen als Sonntagssprech, für Gutmenschen, wäre gut, wenn viel mehr gut wären, aber, sondern, dass wir sagen, verbindlich, dass wir sie zur Grundlage machen für dieses Gipfeljahr 2015. Bauer, du sagst zu Recht, dir sind diese SDGs eigentlich zu vage. Ja, ich höre eigentlich nur und im, oder fast nur im Parlament, die sind viel zu präzise, viel zu klar, viel zu ambitioniert. Also wir haben ja eine Tendenz, die nicht zu präzisieren, sondern den Versuch, sie zu verwässern. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir nochmal deutlich machen, was sind Menschenrechte? Das sind die Universalität und Unteilbarkeit, dann kommt die dritte Generation dazu. Und das Gute bei den SDGs finde ich tatsächlich, und das macht es aber auch schwierig hier, ist, dass die ja sagen, die fangen bei uns an. Also Ende ein Stück weit dieses Paternalistischen, sondern sie fangen bei uns an. In dieser, wenn du es ernst nimmst, wenn du sie ernst nimmst und aus dieser vagen Beschreibung klarer definierst, dann ist Deutschland auch ein Entwicklungsland. Dann haben wir nämlich auch zu liefern, und zwar ganz massiv. Also nicht reduzieren, sondern klar machen. Und das erwarte ich von der Bundesregierung, von der Politik, auch als Vorreiter für die Gipfel. Was ist eigentlich die normative Grundlage dieses ganzen Prozesses? Machen wir jetzt 17 Ziele oder sagen, die normative Grundlage sind die Menschenrechtspakte? Ist der ILO? Ist Peking, was du gesagt hast? Gibt die viele Frauen, United, UN Women und so weiter. Wir haben viel da gesagt, dass wir das ernst nehmen wollen, dass Peking plus 20, wir wollen das rein haben. Kinderrechtskonvention, Wanderarbeitnehmer, Menschen mit Behinderung, LGBT, das muss verbindlich sein, verbindlicher Teil als normative Grundlage. Dann zweitens frage ich immer die Bundesregierung, super, alles toll, wenn dann die drei Ministerien, wo ich auch nicht so genau weiß, wer hat eigentlich einen Hut auf, Auswärtiges Amt, BMZ, BMU, wenn ich sage, wunderbar, wie wollen Sie denn dazu kommen? Wie kommen wir denn dazu? Was ist das Aktionsprogramm? Wie geht der Weg dorthin? Wann, wie erreichen wir die Ziele? Und da gibt's ja Empfehlungen von den UN-Fachausschüssen, die haben ja gesagt, wo es Lücken gibt in Deutschland. Ich meine, die Tendenz ist wirklich zu sagen, 17 Ziele, kein Problem für uns, bei uns alles in Ordnung, vielleicht Equal Pay, da sind wir noch nicht so ganz, aber ansonsten, nur die Fachausschüsse der Vereinten Nationen haben gesagt, liebes Deutschland, ihr habt Probleme, Armut, Bildung, Gesundheit, Beschäftigung, Diskriminierung, Geschlechtergerechtigkeit, Korruption. So, dritter Punkt, wenn ich darf, Kohärenz. Kohärenz in der Innenpolitik. Wir erleben Folgendes. Am Montag macht der Kempner Herr Müller, den ich gut kenne, auch manchmal sehr schätze, sagt, wir machen jetzt in Deutschland Fairtrade. Super Afrika-Strategie, wir machen Fairtrade. Am Mittwoch sagt die Kanzlerin in der Erklärung, wir machen Freetrade. Ja, ist nicht unbedingt das Gleiche. Dann sagt das BMZ, wir machen jetzt grüne Zentren in Afrika. Das Landwirtschaftsministerium setzt aber auf Agroindustrie, auch in Afrika. Herr Steinmeier, schätze ich auch, sagt, wir müssen für Frieden kämpfen. Frau von der Leyen sagt, wir müssen das Tabu von Rüstungsexportrichtlinien brechen. Ich kann das gerne weitersetzen. Kohle,
Klima, wir wollen die Klimaziele erreichen, wir reden über 2 Grad. Ja, aber da kannst du nicht abräumen, was Gabriel ein bisschen ursprünglich vorgeschlagen hat, was Kohle angeht. Das wird gerade wieder abgeräumt. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Und wie sieht's aus mit der Kohärenz? Wenn wir globale Gerechtigkeit wollen mit unserer Handelspolitik, mit Finanzpolitik, mit Investitionspolitik, mit globaler Partnerschaft. 4. Überprüfungsmechanismus, Rechenschaftspflicht. In dem vorgelegten Antrag sagen wir ja, die Staatenberichte, die UNO-Organisationen, die darüber berichten, aber eben auch die Berichte, die Zivilgesellschaft. Ja, absolut wichtig. Es gibt einen Nachhaltigkeitsbeirat bei uns im Parlament, nicht schlecht, denen müsste man deutlich mehr Kompetenzen geben und nicht zulassen, dass das Ganze sowieso auf die alte Nachhaltigkeitsstrategie reduziert wird. Akteure, Regierung ja, braucht viel mehr Transparenz, auch bei uns im Parlament, braucht vor allem viel mehr Transparenz in anderen Parlamenten. Ich war ehrlich gesagt ziemlich schockiert, als ich vor kurzem in Hanoi war bei der IPU, das ist sozusagen, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, die Vereinten Nationen der Parlamente. Und dann habe ich über SDGs geredet und dann haben mich viele angeguckt, als käme ich irgendwas, als wäre das grüne Weibchen von einem anderen Stern. Grün stimmt ja, aber irgendwie, aber das war völlig unbekannt. Es gab ganz, ganz wenige Parlamente, die jemals sich nur damit beschafft haben, die SDGs die wissen, worum es da geht. Und da versuchen wir jetzt Lobby zu machen. Und natürlich Zivilgesellschaft. Und ich glaube tatsächlich, der Druck ist so massiv, dass zunehmend auch Umweltorganisationen, die wirklich fürs Klima kämpfen, als tendenziell terroristisch oder gefährlich angesehen werden. In Indien, Greenpeace sollte nicht ausreisen dürfen, hat dann per Verfahren Recht bekommen. In der Türkei werden Kessel um die gebildet, sie werden kriminalisiert, sie wurden, hoffentlich ändert sich das, so. Und dann haben wir den großen Akteur Wirtschaft. Und was macht die Politik eigentlich mit Verbindlichkeit? Leider hat G7 zwar angekündigt gehabt, sie reden über Lieferketten, aber dann ist wieder das Hohelied der Freiwilligkeit gesungen worden. Wenn ich jetzt diesen Guidelines nehme, die Principles, Guiding Principle und Business and Human Rights, dann ist es da schon mal etwas. Aber dann müssen wir in Deutschland auch nachliefern. Dann fehlt nämlich die effiziente Klagemöglichkeit bei uns. Man kann nicht sagen, das haben wir jetzt super, klasse, toll, aber man kann, wenn man sagt, ja, dann will ich jetzt aber hier klagen, und das gibt's nicht. Also auch da haben wir Nachholbedarf, viel zu tun. Mit der Freiwilligkeit halte ich gar nichts davon. Da haben wir damals schon vor langen Jahren, als ich Menschenrechtsbeauftragte war, in Genf dafür gekämpft, dass es verbindliche Regeln für Wirtschaftshandeln gibt und eine verbindliche extraterritoriale Verantwortung. Da ist im Moment diese Bundesregierung nicht gerade der Vorreiter dafür. Ja. Herzlichen Dank, Claudia. Ich möchte jetzt, wenn es Bedarf und Bedürfnis gibt, den Panelistinnen und Panelisten die Gelegenheit geben, auf den einen oder anderen Beitrag einzugehen. Und dann möchte ich Sie bitten, wir haben noch ungefähr so 20 Minuten, Fragen zu stellen an jemanden. Exactly. The audience is asking us. Yeah. A minute. Sie wollten, Frau Mier, ne? Ich möchte nur noch eine zusätzliche Provokation einwerfen und das ist sozusagen eine Response zu dem, was hier gesagt worden ist. Die Einschränkung von Nichtregierungsorganisationen, die Möglichkeit, all das, was gesagt worden ist, stimmt auf jeden Fall. Ich will das überhaupt nicht, also sind einfach Fakten. Aber einfach mal sozusagen Food for Thought. Es gibt auch ein anderes Faktum, was wir seit 20 Jahren und vor allen Dingen die letzten 10, 15 Jahre beobachten. Das ist der Anstieg von Nichtregierungsorganisationen weltweit, der Anstieg von demokratischen Institutionen. Nicht perfekt, keine Frage, aber Anstieg von Institutionen, Anstieg von, ich sprach vorhin von so einer Normsaturierung um 2005 rum, was Menschenrechte angeht und so weiter. Ich könnte das jetzt fortführen. Das sind einfach mal so Beobachtungen, ja. Das heißt nicht, wie gesagt, also da möchte ich nicht missverstanden sein, dass das, was erzählt wird, auch an Unterdrückung etc. auch nicht stattfindet. Aber ich frage mich, ob wir nicht heute mal mit einer anderen Brille auch darauf gucken müssen, wie sich heute Zivilgesellschaft mobilisiert und organisiert
organisiert. Und das ist vielleicht nicht dieselbe Art und Weise, wie sie das noch vor 20 oder 30 Jahren getan hat. Ich möchte einfach für diese Diskussion einwerfen, ich würde das Gegenteil behaupten. Und wie gesagt, wir hatten noch nie so eine mobilisierte Zivilgesellschaft, die Institutionen, formalen und informalen Institutionen weltweit, so viel Druck macht wie heute. Ich gebe Ihnen recht, dass sie Druck machen kann, ob sie es dann tut oder nicht. Das ist wahr. Zum Beispiel durch die digitale Revolution gibt es ja ganz neue Möglichkeiten, dass zum Beispiel der Akteur, Verbraucher, Verbraucherinnen, diese Macht der Menschen sozusagen Druck auszuüben. Das haben wir erlebt in Kampagnen gegen Nike und andere. Da gebe ich Ihnen total recht. Ich würde mir, wenn ich jetzt mal was sagen darf, hier wünschen. Zum einen erleben wir tatsächlich, dass Organisationen es sehr schwer haben. Ich kam gerade aus einer Sitzung mit Aktivisten, LGBTI-Aktivisten, die erzählen über die Situation in Kamerun, in Kirgisistan, in Russland und, wie schwierig es ist. Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch, also würde ich mir, sag ich mal positiv, würde ich mir wünschen, dass in dieser politischen Auseinandersetzung, wo es eine Rolle spielt, welche Rolle Deutschland, welche Rolle andere traditionell alten Industrienationen in diesem ganzen Prozess spielen, würde ich mir wieder eine aufmüpfigere NGO-Szene auch bei uns wünschen. Und zwar deutlich aufmüpfiger. Ich finde, dass Herr Müller nett ist, reicht nicht aus. Okay, immerhin gibt es in Deutschland eine tolle TTIP-Kampagne. Es gibt auch sonst, aber ich glaube, was richtig ist, dafür möchte ich gern die Lanze brechen. NGO ist nicht gleich NGO. Wir müssen differenzieren zwischen denen, die mutig engagiert sind und dafür dann auch unterdrückt werden, und vielleicht mit denen, die kooptiert sind und angepasst. Die Debatte läuft, das kann ich versprechen. Die läuft auch zum Teil hier bei der Stiftung. Ich möchte Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, hier vorne war eine Wortmeldung, Sie sind dran und dann hier. Bitte sagen 3, 4 Leute. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Ute Hausmann. Ich arbeite für die Menschenrechtsorganisation FIAN und würde mich in das klassische Menschenrechtsspektrum einordnen. Und entsprechend habe ich mich jetzt natürlich durch Anja Mir provoziert gefühlt und möchte gerne darauf reagieren. Was mich provoziert hat, war der Kommentar zum Multi-Stakeholder-Approach. Also man kommt da nicht mehr drum rum. Und vor allem der Satz, die Akteure sitzen mit am Tisch, damit wir sie hinterher zur Rechenschaft ziehen können. Das würde ich so absolut nicht teilen. Und gerade wenn es zum Thema Straflosigkeit geht, also Straflosigkeit wird nicht im Rahmen von Multi-Stakeholder-Dialogen bearbeitet. Multi-Stakeholder-Dialoge sind eher dazu da, über Standardsetzung zu sprechen. Da werden viele Kompromisse eingegangen. Und aus unserer Sicht, also wir beteiligen uns schon sehr lange nicht mehr an Multi-Stakeholder-Dialogen, weil das für uns nicht der richtige Weg erscheint, sondern der bissigere Weg, der aussichtsreichere scheint. Ich möchte gerne eine Sache noch kurz ansprechen, weil es mir hier ein bisschen durcheinander ging. Rechenschaftspflicht in Bezug auf staatliches Handeln und Rechenschaftspflicht anderer Akteure. Ich glaube, da müssen wir sehr gut unterscheiden, weil Rechenschaftspflicht für staatliches Handeln vor allem auch die Rolle von uns als Bürgern impliziert. Bei Unternehmen sind wir immer sehr schnell bei der Rolle von uns als Konsumenten. Das sind für mich 2 komplett unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, das sollten wir sehr explizit hier auch auseinanderhalten. Dankeschön. Es ist hier noch eine Dame und dann gehen wir rüber. Da sind noch 2 und dann gehen wir rüber auf die andere Seite. Sagen Sie mir bitte, wer sich noch meldet, dann, weil es soll nur eine Runde geben. Ja, ich bin Julia Ducho von Brot für die Welt und Anja Mirs Kommentar zu den starken NGOs auf und den großen Möglichkeiten von NGOs auf multilateraler Ebene hat mich jetzt auch provoziert, weil Maina Kiai hat nämlich einen Bericht geschrieben über die Situation der Zivilgesellschaft und den Einflussmöglichkeiten auf multilateraler Ebene. Und da würde mich einfach nochmal sein Kommentar interessieren. Kann man das so pauschal sagen oder dass da sozusagen der Raum groß ist für NGOs, oder gibt es da vielleicht auch andere Auffassungen und andere Beobachtungen? Ja, Bär, mein Name, Privatmann in Berlin lebend. Ich wollte gerne den 2 Gästen aus Afrika oder Kenia Mut machen.
Ja, ich habe die zu dem Herrn Kiai möchte ich sagen, genial, in welcher schönen, angenehmen Tiefe Sie etwas zur Erkennung bringen, was das Wirtschaften in Kenia betrifft. Und Sie stoßen genau in das Problem, das Deutschland auch hat. Nur Deutschland löst an der Stelle es über das Zollrecht. Ich wünschte mir, dass die Heinrich-Böll-Stiftung Ihnen zeigt, wie man hier in Berlin ganz schnell und kurzerhand durch Fachkunde, übrigens entweder von einer Fachhochschule oder übrigens von der Industrie- und Handelskammer, kurzerhand mal erklärt, wie Deutschland das Zollrecht, und zwar wirklich im kleinen 1x1-Alphabet, praktiziert. Ich glaube, Ihnen würden Sie sich dort etwas wahnsinnig eröffnen. Als zweitens gegen Korruption oder ich habe den Zusammenhang nicht verstanden. Dieses hauptsächlichste Problem, was er angesprochen hat, ist die Ausbeutung über internationale Geschäfte. Und an der Stelle finden über das Zollrecht Rechenschaftsberichte statt, die genau er einfordern möchte. Zu Ihnen, bitte, eine Bitte, ganz wichtig. Lassen Sie sich nicht täuschen von der Berliner Bevölkerung, die da draußen auf der Straße geht, die so wirkt, als wären Sie erwachsen. Die Masse davon ist auch nicht fähig, ihre Rechte einzufordern. Okay. Ich will nur deutlich machen, sagen Sie einfach Ihre Frage. Die Lebenssouveränität, die Sie glauben, die dort fehlt, fehlt hier auch. Dankeschön. Und der zweite Punkt, und das ist meine Fragestellung zu dem Erstreferenten, ich glaube, da ist ein Trick, der da am Laufen ist, von Europa ausgehend, nämlich den Europäern eine moralische Verantwortung aufs Auge zu drücken. Und ich denke, dass auch Habermas zu zitieren, ist ein Fehler. Er ist kein Kenner der Auswertungsergebnisse aus dem Ersten Weltkrieg, aus dem Zweiten Weltkrieg und aus dem Kalten Krieg. Ich möchte Sie jetzt bitten, zum Punkt zu kommen. Und mit Habermas können Sie dann gleich mit Herrn Wien vorreden. Hier werden also falsche Referenzen gezogen. Und da komme ich eben dann zur Quintessenz, die dann nämlich heißt, dass ein ganz anderes Problem zugrunde liegt, dass die Intelligenzia, die Aufarbeitung von dem europäischen Problem vorgenommen hat und die Scham besteht oder auch die Verantwortung existiert, dass man dieses Ergebnis nicht frei öffentlich aussprechen darf, sondern wenn es, weil man den richtigen Zeitpunkt abpassen muss, das ist auch Verantwortung. Und deswegen, ich glaube, wir haben eher das Problem, wie kriegen wir das, was gewusst wird, was den Wohlstand in Europa sicherstellt, in die Öffentlichkeit transportiert, weil es verantwortet werden muss. Und an dieser Stelle kommen Sie nicht dran vorbei. Da können Sie noch so viele Revolten anschieben. Bitte, andere Menschen gemeldet. Und, es war aber wichtig. Ja, super. Jetzt sind wir auf der Seite und ich bitte Sie wirklich, Fragen zu stellen und sagen Sie auch an wen auf dem Podium. Das wäre hilfreich. Guten Abend. Vielen Dank für die Veranstaltung. Obwohl eigentlich viele Fragen von den Kolleginnen an Frau Anja Mir gegangen sind. Meine Frage ist auch an Sie und für die anderen, die das auch beantworten wollen oder können. Ich glaube, wir haben wirklich ein großes Problem, wenn der Richter, der Verteidiger, gleichzeitig auch ein Täter ist. Ich sage das, weil wir leben jetzt in unserer Zeit in Massenmordphänomen, wo früher eigentlich vielleicht überhaupt in der menschlichen Geschichte vorher nicht gemeldet war. Welches Verhältnis, solange Sie auch Ihre Doktorarbeit über Amnesty International auch in DDR geschrieben haben, das heißt Amnesty International, welche Beziehung und Verhältnis hat Amnesty International zur UNO, ich nenne eigentlich diese Organisation als Dachorganisation, weil ich erinnere mich in der nächsten Vergangenheit, dass allein Kinder im Irak auf ihr Recht vom Leben verzichten können, in den Sanktionen zwischen 1991 bis 2001 ist fast 1 Million irakische Kinder gestorben. Unter der Leitung von UNO und von Frau Professor Dr. Madeleine Albright, okay, die immer noch frei läuft, ohne Fußfessel, elektronische Fußfessel.
Wie können wir das zusammen als Verteidiger der Menschenrechte vereinbaren und akzeptieren? Danke schön. Okay, danke. So eine letzte Frage ganz hinten, eine junge Frau. Hello, my name is Malena García Lombardi from Universidad de Buenos Aires, Argentina. What caught my attention was the reference to a vibrant civil society. I am a little bit concerned with the general acceptation of the civil society concept, if it could be clarified a little bit more, and especially if it refers to particular institutions or citizens that hold citizen rights, if it's understood what I'm saying. And also, if this vibrant civil society and the appealing for government accountability should come only from NGOs, or could it also come from political militants or political parties, traditional political parties, and how can government expand and strengthen themselves without political legitimacy, and without strong governments, how is it able to the state to expand? Okay, thank you. Okay, herzlichen Dank. Entschuldigung, uns läuft die Zeit komplett aus dem Ruder. Wir möchten gleich eine kleine Pause machen und jetzt noch mal kurz auf das Podium zurück. Anja Mir, viele Fragen gingen an Sie. Sie haben provoziert, ganz offensichtlich, ja. An meiner ebenfalls. Und wir machen hier einfach eine kleine Schlussrunde. Ja, wunderbar, danke. Provokation ist angekommen. Vielen Dank für die Fragen. Multi-Stakeholder-Approach. Natürlich absolut richtig. Im Moment sind wir erst bei dem Punkt, wo die alle schon mal am Tisch sitzen dürfen und dann gibt's auch die Frage, wer wählt die aus, etc. Multi-Stakeholder-Approach, wo sowohl private, staatliche... Das war gerade jetzt mein Satz, dass ich sage, es kommt darauf an, wer aussucht. Das ist schon mal die erste Hürde, ne? Wer darf sozusagen am Tisch sitzen. Aber ich finde das ganz spannend und ich rede jetzt natürlich ein bisschen in die Zukunft, aber ich wollte einfach nur sagen, das sind sozusagen Realitäten, die im Moment existieren. Es traut sich keiner mehr zu sagen, wir sitzen nur Staaten am Tisch und die NGOs müssen vorne vor der Tür warten. Die Realitäten sind eben so, dass man zunehmend diese Akteure mit einlädt. Und jetzt ist der große Punkt so, nicht nur, dass sie mitreden dürfen, wenn denn die Selektion anständig wäre, nicht nur, dass sie mitreden dürfen, sondern welche Verantwortung haben sie? Es ist natürlich schön zu sagen, ich fordere mehr Menschenrechtsstandards für Wirtschaft, oder für Facebook oder für was auch immer. Und dann gehe ich raus und dann sage, der Staat soll es richten. Das sind gerade die Diskussionen, die stattfinden. Welche Möglichkeiten der Verantwortung der Accountability könnten da existieren? Es gibt noch keine Lösung, aber ich finde es sehr, sehr spannend, diese Diskussion zu verfolgen. Und ich behaupte mal, in dem gesamten Menschenrechtsdiskurs, egal ob wir uns Klima, Cyber oder sonst was unterhalten, ist das der Weg. Straflosigkeit von den, das war auch die Frage mit Richtung Straflosigkeit von Akteuren. Von den verschiedenen, auch da sind wir ja erst am Anfang. Also wenn wir die Lösung schon hätten, wäre das Ganze toll. Aber wenn ich mir vorstelle, was Internet oder Universal Jurisdiction, also universelle, wie sagt man das auf Deutsch, ich weiß es gar nicht, Strafgerichtsbarkeit überhaupt angeht im Moment, was da entstanden ist in den letzten 10, 15 Jahren, das ist Wahnsinn. Und ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren, wenn man sowas ins Gespräch gebracht hat, haben die Leute gesagt, man wird nie Akteure, die auch Unternehmen in einem anderen Land zur Rechenschaft ziehen können. Man wird nie Nichtregierungsorganisationen zur Rechenschaft bringen. Aber wir tun das bereits. Also gerade bei der internationalen Strafgerichtsbarkeit. Ich kann nachher in einem privaten Gespräch gerne noch näher darauf eingehen. Aber ich möchte das Glas hier halb voll sehen. Das ist, glaube ich, mein Punkt. Und das hat auch so provoziert. Was ist, wenn jetzt zum Beispiel auch oder Gerichte auch Täter sind oder eben nicht unvoreingenommen sind. Das sind auch Realitäten, die finden wir überall. Also Korruption wurde am Anfang erwähnt, wir sind nicht weiter darauf eingegangen. Auch da sehen wir zunehmend, dass durch sozusagen der Bottom-up-Approach, also durch die Einforderung auch von Zivilgesellschaft, aber auch von internationalen Organisationen versucht wird, dem entgegenzukommen. Ich möchte ein kurzes Beispiel führen, wer das verfolgt hat in den letzten 2, 3 Jahren, das Kosovo, der Sondergericht
zu Kosovo, was jetzt gerade in diesem Moment diskutiert und etabliert wird, und wir werden das Ende des Jahres sehen, wo eine Regierung in Europa, die kosovarische unabhängige Regierung, die EU anfragt, ein nationales Gericht, weil die Kosovaren es selber nicht schaffen, national sozusagen unabhängige Gerichtsbarkeit zu sprechen, nach Europa zu vertagen. Das ist einmalig in der Geschichte. Das haben wir so noch nie gesehen weltweit. Das passiert gerade und das ist sehr, sehr spannend zu verfolgen, was da passiert. Und dann geht es genau um diese Frage, wie unabhängig können Gerichte sein? Und wenn sie es nicht sein können, können wir sie vielleicht verlagern. Ich werfe das nur mal so ein. What is civil society? Ganz kurz noch, ja, dann auch, ich weiß, er wird viel, noch viel stärker dazu eingehen, aber die Frage ist, was ist eigentlich civil society in sozusagen einem modernen Verständnis auch. Was ich immer häufiger finde, ist, dass man so vor diesem klassischen NGO wegkommt und eigentlich sagt, naja, Gruppen, die etwas organisieren, die mobilisieren und auch klare Forderungen haben. Und auch eine ganz interessante Beobachtung ist, dass diese, sag ich jetzt mal, Organisationen oder Entitäten immer kurzlebiger sind. Also so diese klassischen Amnesty International, die ich auch mal eine Weile vertreten durfte, die Organisation etc., das sind eigentlich nicht unbedingt die Standards, nicht mehr die Standards. Thank you very much, and thank you for those questions that have been raised. I just want to say that I'm very intrigued by Anya's view that the glass is half full, and I'm not sure where she's looking at it from. I'm not sure which angle she's looking at it, because we can all have perspectives. But I think first of all, clearly, yes, the number of NGOs may have increased in the last 10 years, but the number of associations, I'm not sure, have increased. What we have had is formalization of associations. So we've had seen more and more laws being put in that force registration of associations, therefore you can keep account of them. But historically, throughout human history, people have always associated for a purpose, whether it's a chess club, a volleyball club, or for something. And I'm not sure you can give me empirical data to say that we are now associating more than we used to do so 10 years ago. We are maybe registering more because we are forced to register, and therefore, as we register, we are being given restrictions about foreign funding and other things. But I'm not so sure the number of NGOs in itself is a sign that therefore there's more space. I don't think that's the right approach. I think that I would urge you to just perhaps look at it in a broader way, because NGOs themselves are not the only part of civil society. It's not, and I'm not sure that, and again, the same thing, I'm not sure that Amnesty International is the standard for NGOs or civil society. It's just one. There is Greenpeace, there's Panchamama in Ecuador, who have a different approach entirely to civil society. There are good things there for me. And there are those grassroots organizations. The anti-slavery movement in the 1800s was a civil society association, a civil society organization. So was the women's rights movement, women the right to vote. That's a civil society organization. I think we come through it, we'll see that maybe NGOs are fewer and other things. Now, coming to the question Julia asked about the space, has it increased for civil society? I beg to differ. I beg to differ basically on my own experiences. The Financial Action Task Force is a multilateral organization formed by states to look at money issues or funding issues around money laundering and counterterrorism. It is so hard to get into that door, to influence them on anything. Very, very difficult. Yes, what we have got is the Office of the High Commissioner for Human Rights having an open door policy in terms of civil society organization. We've got some that are doing well, but look at the third committee of the Civil Society Committee of the United Nations, the one that gives accreditation. You can't get into the room. The International Dalit Solidarity Network has been trying to get accreditation as an Economic and Social Council accreditation. They have been given 70 questions by India for the last 10 years. They can't join. They simply can't. So, and they have no chance, but by the way, they're brought in simply to ask the questions and go. So it's not, I think the international architecture
And look at the World Bank, IMF. There, what often happens, they have a separate place for civil society in the consultations. In fact, Civicus likes to say that they are called insultations rather than consultations. So I think you're finding less and less real sense of being at the table. You find people are on the side, you can come in here and then go. When decisions are being made, they're far less. I think those are a few questions I wanted to answer. I think I would just like to also just two things, if you allow me, Madam Chair. One, the $50 billion going out of Africa, it's multinationals, but it's also our thieves who are leaders. And we have to call it as it is. I mean, I find it, yes, I accept there's those multinationals, but a significant part of that money is our elite, is our thieves who we call leaders. And I think we've got to be fair about that. So it's as we're holding multinationals accountable, let's also try and figure out how to hold our leaders accountable. And I hope that in July when you meet, that issue can be raised. Let's call it as it is. It's not fair to say it's all multinationals. We have to own the problem. It's our problem as Africans that we have leadership. We have leaders who just steal and we keep electing them, or they impose on us all the time. The second little thing that I want to raise is around the issue of the issue that is coming out in the press in Europe. And the whole way we are addressing what you're calling migrants across the Mediterranean Sea. As far as I'm concerned, these are refugees. They're coming from Syria. They're coming from Yemen. They're coming from Eritrea. They're coming from Somalia. And they're migrants? They're migrants? These are refugees. But the whole discussion in Europe is about migrants. And it's very, very sad because the way the EU has dealt with these people who are fleeing violence, who are fleeing, they have got a justifiable reason to flee their countries. It's as though they're migrants. They're not coming to Europe. I mean, look, you can bomb those boats. They'll still come on them because they have to get out of their countries. That's a reality. So I would urge you all as well. Let's look at this issue in a different way. It's really not very right. And the last, very, very last thing I've got to say, I don't know about those of you who are hearing the English translated into German, but those of us who are hearing the German translated into English are having a ball. The translators are fantastic. They are so good. They have got passion, and they have. You can. And when Claudia was talking, I just sure they were fantastic out there. Thank you very much for doing that. Thank you. So Desiree, you wanna? I steal the mic now. Just two quick words, and just to add a contribution to the concept of civil society, I want to emphasize on the fact that we should start by citizen. It's very important. If you see the trend now, look at what happened in Burkina Faso. It's difficult to say there was an association that helped them. No, citizens spontaneously say, no, we have had enough, and they shut the president out. Is happening in Burundi now. It's going to happen in DRC probably. It's going to happen in the Congo. So citizens are now tired, and we should be emphasizing on citizens rather than the grouping and all those things. Those are happening spontaneously, and we should encourage them. Second, and last one, I fully agree with you, that our leaders are part of the 50 billion. But unfortunately, they were given only like 0% of it, and they don't know about it. They are taking only 0.70%, and they're just happy and letting 99% going out of the country. Unfortunately, I agree with you. We should raise it. We should strongly in Addis Ababa in July insist on mobilization of domestic resources to fund development. I fully agree with that. I want to mention it. Thank you very much. Ich wünsche mir wirklich sehr und hoffe, dass der Druck zunimmt, auch durch Veranstaltungen wie diese, dass die Erklärung, die im September in New York verabschiedet wird, nicht nur ein freundlicher Text ist, sondern dass wirklich die Unterzeichner ihre kollektive globale Verantwortung anerkennen und dass der ganze Menschenrechtsaspekt in der ganzen Breite verbindlicher Teil wird. Also vielleicht ist es ein frommer Wunsch, aber Tom sitzt hier, der hat eben diesen Text, diesen Antrag Tom Königs federführend erarbeitet, wo wir ganz klare Anforderungen an die Bundesregierung stellen, dass sie diese Rolle einnehmen soll. Zweitens für Addis Abeba,
Das war meine Erfahrung in den Gesprächen im Rahmen der International Parliamentarian Union, dass viele, viele Vertreter auf die Common but Differentiated Responsibility abgehoben haben. Sprich, wir haben eine gemeinsame Verantwortung, aber eine unterschiedliche Geschichte, wie wir, und unterschiedliches Ausmaß an Verursachung. Und ich bin so sicher, dass wenn tatsächlich von den alten Industrienationen, wo wir auch dazugehören oder wo die G7 dazugehören oder sind, nicht eine klare Vorreiterrolle eingenommen wird in Anerkennung dieses Prinzips, es dann extrem schwer sein wird, von anderen, von Schwellenländern zu verlangen, sich sozusagen anzuschließen und von Ländern low developed sie zu motivieren und mobilisieren, tatsächlich ihrerseits Beiträge zu leisten. Dritter wichtigster Punkt ist, wir sagen immer in der Politik, ich habe vorher von Kohärenz gesprochen, ich sage auch, kommt raus aus dem Silo-Denken. Das betrifft aber auch Bündnisse. Ich würde mir wünschen, in diesem Jahr ganz, ganz, ganz breite Bündnisse in Paris. Ich nehme nur Paris als Klimagipfel. Klar sind da die Umweltverbände, sind die Verbände, die sich um Klimaschutz versus Klimakrise kümmern. Aber das Thema Klima hat eben auch was mit Flüchtlingsorganisationen zu tun. Wir haben bei den 57 Millionen Flüchtlingen, die es jetzt gibt laut UNHCR, da sind ja die Klimaflüchtlinge noch gar nicht mitgezählt. Also es ist auch ein Thema, was die Flüchtlingsorganisationen betrifft. Es ist ein Thema für die Menschenrechtsorganisationen. Es ist ein Thema für die Frauenbewegung. Denn wer leidet denn zuallererst vom Klima, von der Klimakrise? Also diese, ja, Eva, weiß ich. Aber ich sage, dass man sich zusammenfindet, dass es sozusagen das Raus aus dem Silo auch in breiten zivilgesellschaftlichen Bündnissen gibt, weil es tatsächlich um sehr, sehr viel geht. Ja, herzlichen Dank, Claudia. Herzlichen Dank, Desiree. Herzlichen Dank, Meiner und Anja. Ja, ich würde jetzt mal sagen, so richtig haben wir die Frage nicht beantwortet, was es alles auf nationaler Ebene an rechenschaftspflichtigen Aufgaben gibt. Aber ich glaube, wir haben einige Herausforderungen adressiert, vor allem auch die der schwindenden Fähigkeit von Zivilgesellschaft, sich engagieren zu dürfen. Und Zivilgesellschaft ist auch eine Voraussetzung, um Transparenz und Information bereitzustellen, wo Diskriminierung und Nichtumsetzung stattfindet. Das können wir definitiv festhalten. Und wir werden jetzt, und dazu sind Sie eingeladen, uns ein bisschen stärken, nicht bei Kaffee und Kuchen, sondern bei Wasser und Brot. Und sind dann um 19 Uhr wieder zurück zum zweiten Panel, wo wir ja weitermachen, genau mit der Frage, was gibt es denn für neue Anknüpfungspunkte, auch auf internationaler Ebene, Rechenschaftspflicht, Accountability auszuweiten, extraterritoriale Staatenpflichten stärker zu verankern. Sind Sie wieder da? Wir klingeln dann und dann kommen Sie wieder. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus